Mio, Saisontor Nummer 14 und 15, 13-0 gewonnen. Was sagst du so kurz nach dem Spiel? Ja, ich denke, wir haben ein ordentliches Spiel gemacht. Es gab natürlich ein paar Phasen, wo wir ein bisschen geschwächelt haben. Die ersten 20 Minuten, denke ich, waren okay. Haben wir ja, vielleicht keine hundertprozentige Torschuss gehabt, aber wir haben den Gegner im Griff gehabt. Und dann weiß ich auch nicht wieso, dann ist der Gegner ein bisschen besser ins Spiel gekommen. Und dann in der zweiten Halbzeit, denke ich, waren wir eigentlich 45 Minuten die bessere Mannschaft und haben dann auch verdient in der Höhe auch gewonnen. Ich denke auch, dass wir zweite Halbzeit souverän dann gemacht haben und die Tore. Ganz besonders das zweite war sehr schön von dir. Gucken wir uns bei Kickers TV natürlich gerne nochmal an. Was denken wir hier so, was geht da einem durch den Kopf, wenn man so auf den Torwart zuläuft und dann überlegt, drüber lupfen oder nicht? Ja gut, ich glaube, die einzige Möglichkeit war ja drüber lupfen, weil ich bin spitz im Winkel. Ich sehe, dass der Torwart erstmal rauskommt, dann bleibt er stehen und hinter ihm sind, keine Ahnung, 15 Meter Platz und muss ich ihn drüber lupfen, dass er halt dann so schön kommt, war natürlich toll. Und ja. Jetzt, so kann es weitergehen, oder? Ja, so kann es weitergehen, ja. Wir müssen jetzt haben wir noch ein Heimspiel. Das sollten wir auch souverän gewinnen. Und dann schauen wir mal weiter. Ich glaube, es sieht nicht so schlecht aus jetzt. So machen wir es. Dankeschön. Alles klar. Herr Schemp, lass mich kurz zusammenfassen. Wir haben uns heute wieder relativ lange schwer getan. Zur Halbzeit wurde dann Schemp Miftari eingewechselt auf die linke Offensivseite. Und wir haben das Spiel 3:0 gewonnen. Sehe ich das so gut? Eigentlich alles gesagt, brauche gar nicht mehr hier stehen. Nee, wir haben dann in der zweiten Halbzeit sind wir dann offensiver rangegangen, haben dann auch besser gespielt. Zwei Sturmspitzen mit Mio und Mio, dann irgendwann auf die linke Seite, aber Mio super zwei Tore gemacht, war dann Befreiungsschlag auch für uns. Dass ich das letzte dann noch mache, super, hätte schon davor einer reingehen müssen, hat auf der Linie geklärt, aber 3:0, was will man mehr. Sprichst du es an? Warst du dieses Jahr jetzt oft davor, dein viertes Saisontor zu schießen? Heute hat es endlich geklappt. Ist schon immer wieder ein gutes Gefühl, vor allem zu Hause. Ja, vor allem zu Hause. Also ich habe mir jetzt ein bisschen schwer getan die letzten Spiele. War auch nicht einfach, bodentief. Die Wetterverhältnisse waren jetzt nicht so auf unserer Seite. Aber wie gesagt, dass es jetzt heute geklappt hat, mega. Sprichst du es an? Klar, meine, das bringt die Jahreszeit mit sich. Schwerer Boden macht sich natürlich dann für tiefstehende Mannschaften natürlich dann noch einfacher, hinten drin zu stehen. Vorschau auf die nächste Woche, da kommt Germania Friedrichstadt. Die werden bestimmt hier auch nicht auf Teufel komm raus stürmen. Wird wahrscheinlich wieder ein ähnliches Spiel. Ja, wahrscheinlich. Also die stehen ja auch hinten drin. Ist für uns dann nicht einfach Fußball zu spielen, aber wir wollen unser Ding durchdrücken. Müssen Fußball spielen, nur so hat man heute auch gesehen. Dann fallen auch die Tore viel einfacher. Und wenn wir das Woche für Woche zeigen, dann bin ich mir sicher, stehen wir auch weiterhin ganz oben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, werte Zuschauer in der Spielbank Stuttgart Business Lounge, meine Damen und Herren, herzlich willkommen im Anschluss an die Partie unserer Stuttgarter Kickers gegen die Gäste Neckarsulmer Sportunion. Zunächst vielen Dank an 2200 zahlende Zuschauer. Die heutige Partie endete 3:0. Für Sie heute in der Pressekonferenz die beiden Trainer. Zu meiner Rechten Gästetrainer Marcel Busch, wie Sie es gewohnt sind, zu meiner Linken Tobias Flitsch. An der Stelle zunächst, Marcel, dein Statement zum Spiel bitte. Ja, als erstes möchte ich den Stuttgarter Kickers natürlich gratulieren zum verdienten Sieg. Ich denke, mit 3:0 fällt er vielleicht ein Tick zu hoch aus, auch wenn er definitiv verdient ist. Ich finde, erste Halbzeit haben wir es wirklich gut gespielt. Da hat es meine Mannschaft vermissen lassen, die guten Chancen, die wir durch Ballgewinne hatten, in den entscheidenden Momenten den richtigen Pass zu spielen oder einfach sauber zu bleiben. Ja, da waren wir zu unkonzentriert oder zu ungenau. Ich glaube, sonst hätte man den Kickers da wehtun können. Und zweite Halbzeit, ja, da war schon eine extreme Druckphase von den Kickers. Dann habe ich schon gehofft, die überstehen wir. Und dann kriegen wir doch das 1:0. Und dann hatten wir noch die Riesenchance von Claudio Bellanave zum 1:1. Wo dann vielleicht das Spiel auch nochmal in unsere Richtung, oder zumindest, dass die Kickers vielleicht ein bisschen nervös werden. Und mit dem 2:0 war es mehr oder weniger dann gegessen. Wir haben es nochmal probiert am Schluss mit drei Stürmer und kriegen dann noch das 3:0. Aber das ist ja, aus meiner Sicht dann auch nicht weiter dramatisch. Ich glaube, so war das Ergebnis ein Tick zu hoch, aber es war ein verdienter Sieg und dazu Glückwunsch an die Kickers. Ja, danke Marcel für die Glückwünsche. Tobias, dein Statement zum Spiel bitte. Ja, hallo zusammen. Ja, wir können natürlich mit den drei Punkten und dem Ergebnis zufrieden sein. In der ersten Halbzeit hat mich gestört, dass wir nach einem guten Start, nach 15, 18 Minuten aufgehört haben. Ich weiß nicht warum, ich verstehe die Zuschauer, wenn sie dann natürlich dann mehr fordern. Aber nach 18 Minuten kann man einfach noch kein Spiel entscheiden und da waren wir dann viel zu ungeduldig. Und wir,
wie gesagt, wir sind gut gestartet, beide Außenverteidiger, Neckars Ulm haben dann schon gelb gehabt. Wir hätten einfach meiner Meinung nach weiter Druck machen müssen. Das haben wir vermissen lassen. Dann war sicherlich heute zwei, dreimal es zu einfach gegen uns zu kontern. Normalerweise passiert uns das in der Form nicht, dass wir so viele Chancen zulassen. Das ist uns eben einmal nach dem Einwurf passiert und zweimal nach einer Umschaltaktion, wo wir nicht gut gestartet sind. Haben dann in der zweiten Halbzeit gut nach vorne gespielt, haben immer wieder versucht, immer wieder Druck gemacht und dann haben wir das auch zweimal uns dann einfach mit genauen Bällen, was uns in der ersten Halbzeit nicht gelungen ist, dann zu Ende gespielt und von daher denke ich, dass der Sieg auch in Ordnung geht. Danke. So viel von den beiden Trainern. Gibt es Fragen? Sollte dem so sein, bitte um kurzes Handzeichen. Dem scheint heute nicht der Fall zu sein. Wir sehen uns das nächste Mal hier am Samstag, den 23. März um 14 Uhr, wenn es heißt SV Stuttgarter Kickers gegen FC Germania Friedrichsthal. Den Gästen eine gute Nachhausefahrt, uns allen ein erholsames Wochenende und auf die Blaue. Dankeschön.